1 aus. Für Deutschland natürlich. 2:1 für Deutschland. Alles klar, ja, ich sag 3:1 für Deutschland. 2:1 für Deutschland. Ich sag auch 2:1 für Deutschland. 3:1 für Deutschland. Ganz so überlegen, wie die Fans beim Public Viewing auf dem vollgestopften Mühlacker-Kelterplatz vor Spielbeginn auf den Sieg Deutschlands über die USA wetteten, war der Einzug der Nationalelf ins Achtelfinale dann doch nicht. Und auch Oberbürgermeister Frank Schneider war deutlich zu optimistisch. Ich hoffe natürlich, dass Deutschland gewinnt und ich gehe von einem eindeutigen Sieg von 3:1 aus für Deutschland. Von wegen. Bis Ende erste Halbzeit weit und breit kein deutsches Tor in Sicht. Entsprechend verhalten daher auch die Stimmung der Fans in der Halbzeitpause. Etwas trüb noch, aber es wird noch besser. Noch sehr tief, aber das wird jetzt nur noch hochgehen. Es steht halt unentschieden. Ein Zwischenergebnis, mit dem nicht alle Fußballfans so ganz unglücklich sind. Ja, weil meine Frau aus Mühlacker kommt, aber ich komme aus Amerika und ich habe 3 Töchter und die haben auch beide deutsche Flagge und amerikanische Flaggen drauf, weil wir unterstützen beide Mannschaften. Ich bin für beide Mannschaften und wenn doch nur eine gewinnt, dann ist der Familienfrieden trotzdem nicht in Gefahr. Doch beim Unentschieden bleibt es nicht. In der 55. Minute trifft Müller zum 1:0. Die Fans auf dem Kelterplatz jubeln. Auch wenn die Fans gerne weitere Tore gesehen hätten, bis zum Abpfiff bleibt es beim 1:0. Gefeiert wird dennoch. Schließlich ist der deutschen Nationalelf der Einzug ins Achtelfinale sicher. Da darf auch der obligatorische Autokorso nicht fehlen. Deutschland, jetzt kommt Achtelfinale und danach geht's hoch bis zum Finale. 2014, Germany.